Wir haben euch eine Prozedur erspart, auch um ein bisschen Zeit zu sparen und natürlich auch vor allem, um unsere Auftretenden vorzubereiten, wann sie sich hier dem Mikrofon zu nähern haben. Wir haben die Auslosung also vorher schon vorgenommen unter notarieller Aufsicht und die hat ergeben, dass eine Poetin, die sich bei uns über die offene Liste angemeldet hat und ausgelost wurde, dann jetzt gleich den Anfang machen wird. Ich glaube, sie ist zum ersten Mal heute auf einer Poetry Slam Bühne und das heißt, sie braucht eure Unterstützung. Bitte gebt alles, wenn wir sie jetzt auf die Bühne bitten. Hier ist für euch unsere erste Poetin am heutigen Abend, Anja Schmid. Hallo. Mein Text heißt Sommer 2.0. Im Gegensatz zu allen anderen fand ich 2019 ganz toll, was 2020 so weitergehen soll. Natürlich mit Luft nach oben, beim Dating austoben, merkte ich bald, da fehlt doch was. Nach Date hier und da und viel Tanzspaß kam ich auf die Idee, oh ja, ich erfülle dies Jahr das Klischee und möchte eine Bikini-Figur. Doch wie mache ich das nur? Nach kurzer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass es etwas von zu Hause aus sein muss. Freie Athleten, wie wir uns nennen, gehen ab und an mal raus zum Rennen und sonst bemühen wir uns, nur mit eigenem Körper, quasi in meinem Flur, Übungen durchzuführen. Von Kniebeugen über Liegestütz zu Hampelmann strengte ich mich 100 Tage ordentlich an. Völlig K.O. und am Ende sprach meine körperliche Erschöpfung Bände. Als Ablenkung ideal, denn die Bedrohung so real durch Pandemie und Krise, generell eine ganz miese Aussicht für das Daten. Doch hier ist Haten nicht angebracht, was Frau also mit ihrer Freizeit macht. Also eine neue Dating-Plattform testen, mit besonderer Norm und Niveau nur die Besten. So soll es sein, und da stellte ich mit Hingabe Bilder und Antworten rein. Denn nach dem besten Sommer 2019 in meinem Leben soll es nun den besten Sommer 2.0 geben. Nach wenigen Wochen, mit Frustration und Ungeduld, gab ich der Auswahl auf der Plattform die Schuld und wollte nun aufgeben. Wieso sollte ich mein Leben mit Suchen verbringen und am Ende mit Einsamkeit ringen? Da werde ich wütend und nehme mein Smartphone und hole aus und will das Ding. Doch ein Kling hält mich davon ab. Ich blicke mich um auf das Display hinab. Eine Nachricht von dir bringt mich aus den Gedanken zurück ins Hier und Jetzt. Denn du hast dich hingesetzt und mir einen Eisbrecher geschickt. Dieser mir nun mit Auswahlbildern tief in die Seele blickt und zeigen soll, wie gut wir passen in all den Menschenmassen. Die suchen und vielleicht wie ich gerade noch fluchen. Mal ehrlich, zwischen dir und mir ein Eisbrecher entscheidet über ein glückliches Wir? Was die Menschen heute für Sachen, so wie TikTok-Videos machen oder Promo für eine Uhr. Wie ging das früher nur, ohne Internetempfang und den ständigen Drang, alles mitzumachen und über das 100. Katzenvideo zu lachen. Wobei, Katzen sind schon echt süß und wenn noch klein, da fallen sie runter oder irgendwo rein. Oh. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Der Eisbrecher hat mit folgender Bilderauswahl angefangen. Wie blickt man in meine Seele, wenn ich zwischen Fußball und Schach, na klar, Schach wähle? Bin ich jetzt der Nerd, der nur zu Hause hockt, mit Chips im Haar nur zockt oder einfach nur ungern renne, weil ich meine Beine kenne? Und natürlich die Angst vor dem Ball hilft auf keinen Fall. Oder es liegt am Schwitzen. Oder im lauten Stadion sitzen? Wobei, aktuell ist das nicht das Problem. Wollen wir erstmal das zweite Bilderpaar sehen. Der Sessel steht so einsam und verlassen. Auf das Sofa hingegen würden zwei drauf passen. Der Fall ist glasklar. Der Sessel wäre wunderbar. Und ich sehe mich dort ein Buch lesen. Als wäre das Sofa keine realistische Option gewesen. Weiter geht es mit weißen und bunten Lampions. Die wie Kopf überhängende Champignons
zur Auswahl stehen. Und würde ich objektiv nach meinem Äußern gehen, dann trifft wohl bunt ganz genau. Und dann wähle ich weiß als stilvolle Frau. Ob Popcorn oder Nachos? Nun, was hat denn meine Ernährung damit zu tun? Schokolade, die ist es, die fehlt. Und wenn mich dann mal wirklich der Hunger quält, hilft keins von beiden und ich muss Hunger leiden. Na gut, Popcorn soll es sein. Und ich stelle mich mit etwas Vorfreude auf die letzte Auswahl ein. Da erscheinen Mond und Sonne. Jeder Tag mit ihr ist eine Wonne und ohne ganz grau. Die Nacht mit Mond, mitternachtsblau und erscheint herein in mein Himmelbett bis auf mein Bein. Doch die Sonne bringt jeden Morgen zurück, dass ein neuer Tag auch neues Glück bedeuten kann. Oder soll man auf der Metaebene an hell und dunkel oder gar mit etwas Gemunkel Optimist und Pessimist sehen oder gar mit der Interpretation noch weitergehen? Doch es sagt mein Herz, nicht ganz ohne Schmerz, die Sonne soll es sein. Und ich gebe meine Auswahl ein. Die Spannung ist groß. Was hat er ausgewählt? Bloß eine Antwort stimmt nicht überein. Natürlich. Was sollte es denn außer Fußball sein? Er ist als Fan eines Fußballclubs, hat ohne viel Nachdenken, schwupps, statt Schach den Fußball gewählt. Und so sind es zusammengezählt 4 Übereinstimmungen, die uns die Bilder des anderen zeigen, ob wir nun auch optisch zueinander neigen. Die Geschichte geht hier natürlich weiter. Und waren die letzten Monate nicht nur heiter, so war der Sommer 2.0 besonders. Und geht weiter, nächstes Jahr, vielleicht woanders. Im Norden ist dann eventuell unser Glück und wir blicken gern auf unseren ersten gemeinsamen Sommer zurück. Auf jeden Fall komme ich zum guten Schluss, dass ein Eisbrecher nicht immer kalt und brutal sein muss. Doch wie die berechnete Zahl sind eben die Matching-Punkte egal. Ob krumm und schief oder glatt, setzen die Emotionen den Verstand schachmatt. Vielen Dank. Das war Anja Schmid.